kurz vor Feierabend im härtesten Job Hessens. 150 Meter unter dem Funkhaus und ohne Tageslicht. Die Jungs aus der FFH-Comedy-Redaktion. Boris, warte mal kurz, der Daniel Fischer hat gerade angerufen, der braucht noch einen Geschenke-Gag. Ja, da kommt er wieder früh. Ja, habe ich auch gesagt. Aber ich glaube, ich habe schon einen. Pass mal auf. Meine Schwiegermutter kann sich ja dieses Jahr auf was Ausgefallenes freuen. Weihnachten bei uns fällt nämlich aus. Schönes Ding. Ja. Wirklich schön. Aber ich habe auch noch einen. Dann lass mal hören. Meine Frau hat sich was gewünscht, von dem sie noch lange was davon hat. Etwas, das in 10 Jahren noch da ist. Ja, hab ihr jetzt dann mal eine Packung Mancherie gekauft. Ja, ich finde den schön. Ich glaube aber, ich habe noch einen schöneren, pass auf. Wirklich jetzt? Ist nicht böse gemeint, aber pass auf, pass auf. Mein Sohn bekommt ja zu Weihnachten eine Flöte und ich weiß auch schon, was er sagt, wenn er sie ausgepackt hat. Frag mal, was? Was? Da pfeife ich drauf. Ja. Der ist es. Ja, komm, dann nimm mal den und mach einen Schluss mit lustig. Genau. Endlich Feierabend. Im härtesten Job Hessens. Der FFH Comedy Keller. Jeden Nachmittag bei Hitradio FFH.